Einen wunderschönen Dienstagnachmittag, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Episode ungeschnitten Minecraft Survival Games. Ich bin so ein bisschen frustriert gerade. Wir haben mittlerweile Optifine drin. Was mache ich denn hier bei den Arkaden? Na. Die Arkaden haben mittlerweile auch aufgemacht. Es gibt ein Spiel, das heißt Hide and Seek. Ist ganz lustig. Da versteckt man sich quasi, oder man ist ein Block und muss sich irgendwo in der Welt verstecken. Und die Seekers, also die Sucher, müssen halt gucken, okay, der Block kommt mir aber verdächtig vor. Schlagen drauf und eventuell haben sie recht oder nicht. Und das ist ein lustiges Spielprinzip. Gerne, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Das macht echt Spaß. Optifine habe ich auch endlich drin, aber trotzdem bin ich frustriert. Denn ich habe Angst, dass mir das Spiel heute mal öfter abstürzen wird. Klebstreifen ist da. Und zwar, das Problem ist folgendermaßen, ich hatte nämlich gestern noch 16.000 Punkte, habe dann zwei Spiele gespielt und bin mitten im Kampf einfach rausgeworfen worden. Mit Error irgendwas, Exception, Error, was weiß ich. Und ja, dann war es auch schon vorbei und dann habe ich Punkte verloren für einfach nix. Also ne, einfach so Punkte verloren. Das war ein bisschen scheiße. Naja, egal. Ich hoffe, das ändert sich jetzt und wir haben keine Abstürze. Bist du mir oben aufgekommen? Ach so, viel. Hä? Ich will auch da oben drauf. Wie du. Hammer nice. Cool. Nein, lass mich da drauf. Oh, lass mich da drauf. Ich will da drauf kommen. Oh, ich kann auch da drauf gehen eigentlich, ne? Muss eigentlich gar nicht da drauf gehen. Lass mich drauf. So. Ups. Kann ich ducken, ja, ne? Warum falle ich denn runter, wenn ich ducke? Junge. Geht doch gar nicht. So, wir gehen nochmal da hoch. I won 60 Gas solo, was? Lass mich da drauf, bitte. Komm schon. Nehmen wir mal hier das herunter. Nein! Lass mich drauf! Komm, ich springe mal random. Random! Ach Mann, ey. Du bist doch gemein. Du bist doch eine Flitzpiepe, bist du doch. Du bist der Erste, der stirbt. Nokio. You are mean. Wie ist der X-Nokio oder so, ne? Genau. You are so mean, you are so mean. Okay, wir haben die beste Position für unseren Start. Können die dann sofort... Schwebt die zu... Ne, okay. Können sofort Richtung Spawn laufen. Wir haben ja auch eine gerade Linie, ohne hier so scheiß Büsche davor zu haben. Da ist auch eine Truhe, perfekt. Das heißt, wir können dann sofort so zurück da lang und dann Richtung Steinschwerthaus. Da oben ist, wie gesagt, auch noch ein Holzschwert drin. Allerdings bringt das nicht so viel. Wir laufen dann einfach mal sofort Richtung Steinschwerthaus. Kein Premium drin. Also wir haben jetzt mittags 1 Uhr, dienstags mittags 1 Uhr, 1 Uhr. Und eigentlich müssten mehr online sein. Aber haben wir Glück gehabt. Boah, Alter. Was willst du? Mal eben so 4x4 Pfeile, 3x4 Pfeile, Entschuldigung. Okay, das nehmen wir auch nochmal mit, Tabs. Und dann müssen wir zu unserem Steinschwerthaus. Ich hoffe, wir schaffen das, denn hinter uns ist auch ordentlich Rambazamba. Ich müsste mir jetzt mal langsam eine neue Maus kaufen. Und zwar eine Maus, die, wie heißen die denn? So F-Tasten an der Maus selber befestigt sind, dass man quasi F5, also um nach hinten zu gucken, dass man das quasi auf die Maustaste legen kann. Könnt ihr mir da irgendeine gute Gaming-Maus empfehlen? Ich weiß, dass Jody auch schon mal bei irgendeiner LOL-Runde hat, oder bei ihrer ersten LOL-Runde hat sie auch schon mal irgendwas danach gefragt. Aber ich suche halt eine Maus, die irgendwie die F-Tasten auch dann, wo man die belegen kann. Das wäre ziemlich cool, wenn ihr mir da irgendwie helfen könntet. Nicht allzu teuer, bitte. Also so, ich würde sagen, maximal... Naja, ich will für eine Maus nicht mehr als 30 Ocken ausgeben eigentlich. Gibt es da sowas in diesem Preisbudget? Budget vor allem? Budget? Gibt es da was in diesem Budget, was man sich da vielleicht zulegen könnte? Wäre zumindest sehr nice, wenn ihr mir da helfen könntet. Und wir brauchen einen Harnisch. Damit könntet ihr mir auch helfen... Ah, verdammt. Boah, der macht mir ordentlich Criticals. Oh, fuck, ey. Achso, der ist schon tot. Okay, dafür, dass ich dem aber nur zweimal geschlagen habe.
Okay, egal. Nicht lang drüber nachdenken. Alles gut. Wir haben 90 Punkte von dem bekommen. Also wir holen wieder unsere Punkte so langsam, aber sicher holen wir sie wieder rein. Erster Kill. 90 Punkte. Übrigens habe ich erfahren, dass man für einen Sieg von Survival Games 100 Punkte bekommt. Das wusste ich so noch nicht. Es war mir so noch neu, weil ich, naja, hat mir niemand gesagt vorher oder irgendwann einmal, aua. Aber man bekommt 100 Punkte für einen Sieg. So. Komm, das brauchen wir nicht, das Goldschwert. Immer noch nicht. Und dann gehen wir weiter hier durch. Wir können auch gleich schon verzaubern. Wäre ganz gut, wenn wir da unser Steinschwert verzaubern, weil wir haben weder einen Eisenbarren noch einen Diamanten. Und ich werde wirklich immer... Wow! Aua, der hat ordentlich gesessen. Scheiße, ey. Ja, okay, Pfeile, die sammle ich natürlich ganz gerne ein. Wo liegen die Pfeile alle? Da liegen die Pfeile. Okay, da lag der andere Pfeil. Scheiße. Ja, wir raggen uns erstmal. Ganz klar. Ganz, ganz klar. So klar wie Kloßbrühensuppe. Lecker. Kloßbrühensuppe. Mmh. Aua. Ja, klar. Ich will auch nochmal Schaden hier. Ich Trottel. Werden wir verfolgt? Ich muss mal gucken. Und jetzt muss ich natürlich dummerweise hier rübergreifen. Okay, wir werden nicht verfolgt. Dann essen wir doch schnell mal was. Und holen uns den Fritzen gleich. Aber vorher können wir verzaubern. Ist hier niemand? Ich gehe trotzdem lieber mal auf die andere Seite. So. Oh, der kommt. Ups. Fuck. Okay, wir machen den mal eben fertig. Alter. Ah, scheiße, ey. Jetzt läuft er aber weg. Jetzt müssen wir hinterherlaufen. Jetzt nicht verzaubern, einfach hinterherlaufen. Der gibt... Alter, leckt er da rum. Beim TNT wird man immer zurückgeleckt, ne? Lustigerweise irgendwie. Okay, nur 20 Punkte gebracht. Du bist so punktegeil. Ja, bin ich. Jetzt können wir zaubern gehen, endlich. Wo war ich stehen geblieben? Irgendwas hatte ich gesagt, ne? Aber ich weiß nicht mehr genau was. Komm, wir machen mal... So. Oh, eine Eisenhose. Da haben wir unseren Harnisch endlich. Können das noch hier unten hinlegen. Also mittlerweile kann man auch wieder... Wollen wir kurz nochmal hier... So. Perfekt. Mittlerweile kann man auch wieder goldene Äpfel craften. Das heißt, man kann wirklich eine zweite Energieanzeige bekommen. Weil durch die 1,6er ist es ja so, wenn man einen goldenen Apfel hat, bekommt man eine ganze zweite Herzensreihe dazu, wenn man, glaube ich, dann... Also ich glaube, ein goldener Apfel gibt dann irgendwie 3 oder 4 Herzenspunkte. Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Kann sein, so um den Dreh vielleicht. Und das heißt, man bekommt eine zweite Reihe und man kann das hier auch bei Survival Games machen. Allerdings, und da kommt der Clou, braucht man hierfür einen goldenen, also einen Apfel und man muss den Apfel umranden mit Goldbarren. Nicht nur mit läppischen Nuggets, sondern ganz komplett mit Goldbarren. Ist natürlich eine Sache, ist schon hart. Und ich werfe mal eben kurz alle meine Sachen hier hin, denn ich brauche die alle nicht mehr. Auch die ganzen Steinschwerter hier, so, die beiden Sachen. Das machen wir mal nach unten, das holen wir auch mal nach unten, so. Machen wir mal kurz eine Explosion. Aua, hier ist meistens auch eine Truhe drin. Ach genau, hier ist noch ein Holzschwert, genau, da war keine Truhe, sondern das ist das Holzschwert immer. Machen wir mal so, komm, passt schon. Dann haben wir einen Pfeil und Bogen, wir haben 18 Pfeile, perfekt. Sieht schon sehr, sehr gut aus auf jeden Fall für uns. Wir können auch mal hier oben lang laufen. Ach genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich bekomme immer wieder öfter Nachrichten, wo dann drin steht, dass ich den Leuten noch ganz gerne mal helfen soll oder Anfängertipps verteilen soll. Und ja, natürlich mache ich das auch. Also ich versuche immer, soweit es geht in meinen Folgen, euch Leuten halt zu erklären, die halt noch nicht so viel Ahnung davon haben, wie man am besten sich anstellt bei Survival Games. Und ich kann halt immer nur versuchen, das so zu erklären, wie ich halt spiele. Ist halt so das Maximum, was ich machen kann. Ich könnte natürlich auch irgendwie, naja, besondere Aufnahmen machen, wo ich dann versuche, irgendwas zu erklären, aber das würde dann nicht anders sein als jetzt. Von daher müsst ihr alle immer fleißig Survival Games ungeschnitten gucken und dann bekommt ihr eigentlich alles mit, was man so wissen muss.
Genauso wie der Luna-Fan, mit dem ich ja in der Trollrunde, in der verkackten Trollrunde, ja auch zusammen geteamt habe. Der meinte ja auch, es war seine allererste Runde, die er da gespielt hat. Und dass er wegen mir halt dann auch erst jetzt so diese ganzen Sachen gelernt hat. Was mich ja auch dann irgendwo stolz macht. Das ist ja auch eine schöne Sache zu erfahren, dass dann Leute wegen mir dann Survival Games anfangen und dann auch einfach nur wegen den Sachen, die ich dann halt so fabriziere hier, einfach auch dann besser werden oder einfach vom Nix zum besser werden. Aber gut, nur vom reinen Gucken wird man leider nicht besser. Also es ist schon eine harte Arbeit. Gerade Survival Games. Wenn ich bedenke, wie die ersten Runden waren, dass ich als Juli mir damals beigebracht hat, was Survival Games ist, wie man spielt, die ersten Runden war ich gottenschlecht. Aber so ist es halt nun mal. Wenn man mit irgendwas anfängt, ist man immer schlecht. Da muss ich halt da leider reinarbeiten und harte Zeit investieren, wenn man es dann wirklich schaffen will. Ist ja nicht nur bei Survival Games so, ist ja generell im Leben so, bei allen Sachen, die man macht. Man muss immer irgendwie viel Zeit investieren, um dann was herauszubekommen am Ende. Es wird einem selten irgendwas einfach so, ne, vor die Füße gelegt. Manchmal schon, manchmal hat man Glück, aber nicht immer. Aua. Deswegen, muss man halt immer mal ein bisschen ausprobieren, selber spielen, selber Erfahrungen machen, selber auf die Fresse fallen, damit man dann irgendwie auch besser wird, denn nur so wird man besser. Und ich bin so oft auf die Fresse gefallen in Survival Games, wenn ihr halt meine ganzen Folgen seht, wenn ihr von der 1 zum Beispiel jetzt schon angefangen habt zu gucken oder wenn ihr jetzt irgendwie mal in Folge 10 reinschnuppern würdet, würdet ihr schnell sehen, okay, der geht verzaubern, wir müssen uns gucken, dass wir uns nochmal einen anschleichen. Er geht doch nicht verzaubern. Oh. Na komm schon, wir machen den nochmal fertig hier. Auch wenn, das heißt, dass... Oh, komm schon. Dass wir jetzt kaum Leben haben. Wir haben einen Diamanten, wir haben noch hier ein Eisenharnisch. Ist schon ganz nice. Kurz mal Sachen rauswerfen, solange wir noch können. Schnell. Alle Sachen rauswerfen. Die wir nicht brauchen. Oh, eine Angel hätten wir noch gebrauchen können. Brauchen wir nicht, 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 brauchen wir nicht. Oh nein, 6 Eisenbarren hatten wir, egal. Scheiß da drauf. So. Diamant weg. Das weg. Perfekt. Wir sind fast voll gerackt. Fast aber leider nur. Deswegen würde ich sagen, erst einmal in die Mitte gehen, Diamantschwert rausholen, weglaufen. Und dann mal gucken, was Sache ist. Er stirbt zuerst. Erstmal schön zugucken, wer denn stirbt. Einfach mal so. Der erste Runde haben wir gewonnen. Einfach mal gucken. Okay, wer stirbt? Und dann einfach absnacken. So muss das sein, liebe Leute. So muss das sein. Ja. Und kein Absturz gehabt. Das ist ja auch mal nice, ey. Eric's HD-Hacker? Nö, da war, glaube ich, kein Hacker. Wir haben den ordentlich fertig gemacht. Wir haben jetzt Punkte gut gemacht. 9, 20, einmal 90 noch, ne? Also wir haben eigentlich nur plus 120, 140 gemacht, aber wir haben jetzt wieder... Okay, ist natürlich nicht so gut jetzt. Warte mal, ich gehe mal ganz, ganz kurz in die Lobby rein. So, wir haben jetzt wieder 15.500. Das heißt natürlich, dass in dem Fall wir wirklich für einen Sieg Punkte bekommen. Hier sind viele drin. Krass. Ich bin Netherlands. Was ist hier für eine Map? Bitte eine schöne Map. Okay, Survival Games 4, perfekt. Perfekt, besser geht's nicht. Mit sehr, sehr vielen Premium-Leuten drin. Schon, aber mein Headset ist im Arsch. Okay, schade. Meins auch. Ich rede gerade auch mit einer ganz neuen Technik zu euch. Und zwar habe ich einfach ein Klinkenkabel in meinen Popo gesteckt. Und deswegen kann ich gerade auch zu euch reden. Okay, ich höre auf mit so einem Scheiß. Scheiß Position leider auch. Ja, nicht ganz so vorteilhaft. Aber passt schon. Wir können einfach kurz hier zu der Truhe laufen. Was ist denn das für eine Musik? Ziemlich, gruselig. Ja, sehr gruselig. Ich denke, jeder hat eine gute Route, oder? Ja, ich habe auch eine gute Route Richtung Hangar. Ich denke mal, da wird keiner hingehen. Irgendwie geht da niemand mehr hin. Damals war die Route immer voll. Hat das schon was auf? Nein, okay. Los geht's. 2, 1 und go.
Okay, und weg hier. Aua, da hinten bashen sie schon alle rum, ey. Ich werde auch schon geschlagen, mit der Faust nur zum Glück. Das darf er gerne machen. Mit der Faust ist immer in Ordnung. Aber nicht mit dem Schwert. So wie ich jetzt gleich. So. Der Weg ist unser. Richtung Hangar, der Weg ist unser. Da kommt keiner einfach so hin. Den können wir jetzt beschützen, was das Zeug hält. Mit einem Schwert. Wir haben auch schon Harnisch an. Leider keinen allzu guten. Aber das macht nichts. Okay, ist auch noch niemand unterwegs. Komm. Schwerter braucht man nicht rausholen. Hier mal hinten lang. Hier sind keine Truhen. Oh Gott. Das nehmen wir mal mit. Und machen zu. Und haben super schlechte Sachen jetzt als Loot. Wir haben, ja gut, eine Kettenhose, ein Lederharnisch. Naja. Ist aber auch irgendwo, nirgendwo was drin. Irgendwo. Schauen wir mal hier weiter. Okay, eine Erfahrungsflasche haben wir hier. Wow! Okay, den holen wir uns. Da ist aber noch einer hinten, aufpassen. Wo ist er hin? Da ist er hin. Da ist er down. Komm, schnell! Ist! Wow, Alter! Okay, und wieder weiter hier lang. Drei Herzen weniger. Reicht das? Kurz F5-Mode. Wir werden verfolgt. Perfekt. Und ein Herz. Da, das geht nicht mehr ganz hoch. Das Zeug hier, das Teil. Ja. Ne? Genau das meine ich. Das ist genau das, was ich meine. Der Hangar geht nicht mehr ganz nach oben. Der Hangar schließt sich nicht mehr komplett und dann bekomme ich immer eine Fehlermeldung. Lost connection to the server, sobald ich dann einen Schlag verteile oder einstecke. Und demnach verlieren wir wieder Punkte. Jetzt gucke ich mal in die Lobby rein, pass mal auf. Und 15-1. Jetzt habe ich 400 Punkte verloren. Einfach nur wegen irgendwas. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe keinen Fehler irgendwo. Irgendwo? Keine Ahnung. Und das regt mich einfach mega auf. Dass wir halt so andauernd Punkte verlieren. Aber nun gut. Nee, nicht Survival Games 4. Ich mache jetzt Rybun Valley, ey. Ich habe echt keinen Bock. Weil irgendwie der Lava-Hangar geht nicht mehr anständig zu. Der bleibt halb offen. Und dann... dann verliere ich die Connection einfach. Es ist unfassbar. Aber es ist auch nur bei Survival Games 4 momentan der Fall. Und bei Emporium war es auch so. Also bei den beiden Maps war es irgendwie immer jetzt der Fall. Es ist zum Kotzen. Es ist vollkommen zum Kotzen. Weil, weißt du, wenn du dann anständig Survival Games spielen willst, ein bisschen leveln willst oder sonstige Sachen machen willst, kannst du das nie machen, weil du immer Connection lostest. Ja, aber verlieren wir so viele Punkte nur wegen irgendeinem Scheiß, ne? Ich sag da nichts mehr zu. Ich sag da echt nichts mehr zu. 162, irgendwas stimmt nicht mit dir. Oder es ist wegen Optifine. Oder es ist wegen Better Sprinting, aber ich glaube eher nicht, dass es an Optifine liegt oder Better Sprinting. Ich glaube, der Fehler liegt da woanders. Ich denke mal, es ist einfach intern irgendein Fehler. Aber ich bin irgendwie der Einzige, der das hat. Von daher, keine Ahnung. Aber es ist halt nur, sobald wir einen Schlag verteilen, dann hat er Connection lost. Immer, sobald ich einen Schlag austeile. Also immer mitten im Kampf. Wäre es irgendwie, nachdem ich jemanden getötet habe, wäre das ja was anderes, dann wäre es ja in Ordnung. Muss ja keine Punkte verlieren, aber mitten im Kampf immer. Das ist total mies, ey. Oh, Hammer, nice. Aua, ist ja gut. Und hätten schon einer auf dem Weg. Hat er die Truhe übersehen? Ne, keine Truhe da. Ja, wir holen aber auf, wir holen auf. Oh, jetzt sind wir am Hängen geblieben, aber wir holen trotzdem auf. Denn wir haben es drauf. So. Ups. Oh, komm. Auf hier. Einmal kurz hingeblieben. Macht nichts, da hingeblieben. Egal. Geht einfach mal kurz eben raus. Hier gehen wir mal eben kurz dran. Holen wir uns die Sachen hier raus. Ich hoffe, da geht es nicht zum Fort. Nee. War keiner unterwegs. Kurz mal umdrehen. Alles clean gerade erst einmal für die ersten Sekunden. Also ihr könnt das erste Schwert raussuchen. Ah, wir brauchen ein Schwert. Dankeschön. So mal kurz die Sachen hier hinpacken. Kurz mal hier reingucken, da ist keine Truhe. Keiner im Fort drin, perfekt.
alles läuft zu unserem Gunsten. Also, das zählt natürlich jetzt gerade nicht als zweite Runde, ne? Wir machen natürlich jetzt diese Runde als zweite Runde, weil mit den Abstürzen, ich weiß nicht. Ich wollte heute eigentlich einen schönen Survival-Games-Tag machen. So den ganzen Mittag so Survival-Games spielen. Also wenn ihr das Video seht, werde ich wahrscheinlich noch auf dem Hive sein. Wenn ich nicht schon völlig zerkotzt bin und mich vollkommen erbrochen habe die ganze Zeit wegen den scheiß Bugs hier, ey. Ach, diese Collection. Ach, Collection, ey, ich kann es nicht aussprechen. Und hier ist keine Truhe, oder? Nein. Doch, da ist eine Truhe. Noch ein Steinschwert, perfekt. Ja, das geht einfach nicht, ey. Das darf einfach nicht sein. Wenn man dann updatet, soll man auch updaten und das soll alles richtig laufen. Dann lieber ein bisschen Zeit lassen, liebes Hive-Team. Aber nicht so ein Scheiß fabrizieren und dann die Bugs da drin lassen mit dem Lost Connection. Das geht gar nicht, leider. Komm, Schweinchen. Du musst dann glauben. Und du musst dann glauben. Fast schon Level. Perfekt. Gehen wir noch den Kuchen eben aufessen. Machen den mal eben kaputt. So. Dann gehen wir nochmal ganz kurz hier zum TNC. Gucken, ob da noch was drin ist. Wir haben ja Zeit, wir haben ja alles, was wir brauchen. Gerade so, noch ein Steinschwert, perfekt. Oh Gott, viel zu laut. So. Wir haben ja wirklich alles, was wir brauchen. Wir können noch hier eben kurz, da rein können wir noch eben kurz die Steinschwerter legen und die Sachen, die wir nicht brauchen. Denn da kommt man nicht mehr raus, wenn man da drin ist. Da kann sich vielleicht hochbacken, aber naja. So, dann können wir weiter hier rangehen. Scheiße, ey. Ich hasse das mit dem Connection Loss. Das ist... Sowas regt mich einfach auf. Das regt mich einfach auf, dass man halt einfach stirbt, weil man... Also nicht, weil wir schlecht sind. Wären wir schlecht, dann würde ich sagen, okay, wir haben verdient verloren. Aber ey... Aber so macht es echt keinen Spaß. Da ist jemand. Mal gucken, ob wir Connection losten. Der hat ja gar nichts, ey. Aber das heißt ja nichts. Nur weil er gar nichts hat, heißt es ja nichts. SS-Typ. Den müssen wir sofort bekommen, auf jeden Fall. Gut, tot ist er. Und auch ein TNC bekommen, perfekt. So. Aua. Dann gehen wir nochmal hier auf den Berg hinauf. Schauen, was wir hier für Sachen haben. Da war zum Beispiel noch eine Truhe. Okay, die war auch schon leer. Ja, ich denke mal, hier oben war der Typ nicht. Und sonst hätte er irgendwie mehr Rüstungen gehabt oder mehr Sachen generell gehabt. Genau, hier war er nämlich nicht. Ich kann kurz meinen Hut wegwerfen. Brauchen wir nicht mehr. TNT behalten wir mal. Eine Hose haben wir noch gar nicht. Komm, wir nehmen mal hier auch noch unseren Goldbarren mit. Vielleicht können wir ja wirklich eine zweite Leiste mal irgendwann aufbauen. Wäre auch mal ganz nice eigentlich. So, hier ist keine Truhe. Und dass mit der 162 auch sämtliche Bugs nicht behoben wurden. Weißt du, jetzt gibt es Pferde bei Survival... Pferde im Singleplayer. Hammer nice. Aber so Sachen wie die ganzen Lichtbugs sind immer noch alle vorhanden, ne? Dass man immer noch überall Lichtbugs hat bei Half-Steps und generell bei Höhlen und so. Bei Schluchten hat man überall Lichtbugs. Dass man sowas nicht behebt, ne, aber dafür Pferde einfügt, ey. Hammer nice Leistung. Auf jeden Fall. Nee, also... Finde ich halt ein bisschen scheiße. Irgendwie entwickelt sich Minecraft in eine Richtung, die mir nicht ganz so gefällt. Ich bin jetzt seit der Alpha schon dabei und da war es halt noch... Da war es noch anders, aber jetzt mittlerweile... Komm, ich mach mal hier YOLO. Oh fuck. Das war nicht ganz so gut. Ah, komm. Aua. Ups. Hier runter. Einmal an die anderen beiden Hühnchen noch. Aua. Eben holen. Hinten gibt es immer zwei Hühnchen normalerweise. Da ist das erste. Also das eine Hühnchen ist immer auf diesem Felsen. Und die anderen beiden Hühnchen sind meistens hier unten immer irgendwo. Also eins ist immer hier, das andere müsste hier rumschwirren. Also wenn man irgendwie noch Level braucht, hat man immer noch drei Hühnchen, die man töten kann. Aber das andere finde ich jetzt gerade nicht. Wir haben ein Level, wir haben keinen Eisenbahn, keinen Diamanten, also geht es auf zur Kirche. Und dort werden wir uns mal unseren Schwert verzaubern.
Was ich gerade momentan übe bei Survival Games, ist zu laufen, zu springen, also so wie jetzt immer, und während des Laufens ins Inventar zu gucken, falls ich irgendwas suche, aber so schnell zu gucken und die Sachen zu sehen, dass ich immer weiterlaufe. Ich kann es gleich mal präsentieren oder euch mal hier so vorführen. Wenn ich gucken will, was ich für eine Rüstung anhabe, ne, kann ja sein, so, was habe ich für eine Hose an, gucken, ich laufe, ich springe die ganze Zeit, guck ganz kurz ins Inventar und spring weiter. Also, dass man quasi in der Luft springt und somit gar nicht an Fahrt verliert. Ist eine relativ gute Sache, einfach wenn man verfolgt wird oder generell, um zu gucken, ob man noch Pfeile einfach so, okay, das war jetzt ein bisschen Fail, so im Sprung gucken, oh, ja, ich kann es gerade nicht. Vorführeffekt, so, ich mache jetzt immer zweimal eh, lustigerweise, so und dann, okay. Klappt gerade nicht mehr, aber das muss ich halt noch üben. Ist halt alles Übungssache. Ja, ist alles Übungssache. So und so, na, wieder nicht geklappt. Aber gerade eben hat es geklappt. Und ich drücke immer zweimal drauf. Ja, ich drücke immer zu oft drauf. Naja, jetzt gerade klappt es einfach nicht mehr. Jetzt gerade bin ich dann zu nervös vor dem Vorführeffekt. Wir laufen Richtung Spawn. Was haben wir denn für eine Hose an? Hm? Ja, hat geklappt. Ja, perfekt, genauso. Ja, genauso. Also, okay, jetzt klappt es wieder. Perfekt, genau. So muss man es halt eben machen, ne? Ist alles eine Übungssache. Also sprinten, laufen und dann ganz kurz alles loslassen außer E und E wieder drücken und weiterlaufen. Jetzt gerade, glaube ich, nicht mehr schnell. So. Einer am Spawn, zwei am Spawn, die bashen sich. Wow, komm schon. Und ist er tot. Aber auch nur 8 Punkte gegeben. Leider. Können wir hier die Schuhe umziehen. Team Annie. Also ich bin wahrscheinlich, meint er nicht mich? Doch, er meint wahrscheinlich mich. Oder nicht? Nee. Wow. Na komm, machen wir eben kaputt. Ist er immer noch am Leben, da ist er tot. Gut, noch keine Collection lost. Lost. Ja, irgendwas ist am Hangar falsch, bei SG4 auf jeden Fall. Soll ich nochmal drauf kommen? Werde ich das Ganze nochmal überprüfen? Indem ich ganz einfach dann, gucke, dass ich nicht geschlagen werde, dann an den Hangar gehe, den Hangar zumache, gucke, ob er immer noch hängt, ob er nicht ganz nach oben geht und dann kann ich ganz einfach disconnecten oder so. Weil das geht ja nicht, ey. Das kann ja so nicht angehen. Mal kurz hier draufstellen. Ja, nur 31 Karotten, ey, 41 sogar. Dann brauchen wir nicht den ganzen Scheiß. Alles wäscht damit. Die Sachen behalten wir mal. Hier, die behalten wir auch mal. So, dann, das kann weg. Das kann weg. Das behalten wir mal so im Inventar. Das auch einmal. Das kann noch weg. Perfekt. Dann haben wir jetzt für alles gesorgt. 3 Pfeile haben wir. Nicht allzu viel. Oh, nicht allzu viel. Aua. Okay, ich wollte aber. War nur Fallschaden. Fallschaden, der keinen Schaden gemacht hat. So. Ich weiß noch immer damals, als ich ein kleines Kind war. Damals vor 30 Jahren. Wie Team? Du kannst nicht mal Team. Oh. Ja. Ne? Leute. Illegal Argument Exception Invalid Operation. Tja. Es macht keinen Spaß. Es macht zum Kotzen nochmal keinen Spaß. Jetzt habe ich genau über 1000 Punkte verloren. Nur wegen diesen Collection Lost Fehler. Und es macht mir einfach keinen Spaß. Also, tut mir leid, Leute, aber es so. Ne? Wenn ich wüsste, woran es liegt. Wenn ich wüsste, woran es liegt. Tja, ich mache noch eine Runde, Leute. Eine Runde mache ich noch. Aber danach ist dann auch Schluss. Ich will jetzt nicht andauernd dann verlieren, Punkte verlieren, vor allem auch nur wegen diesen scheiß Error-Sachen, ey. Ich könnte hier mal wieder Optifine raushauen, aber ich glaube, an Optifine liegt es gar nicht so sehr. Ich denke mal, es wird irgendwie an der 1.6.2 liegen oder so. Also es könnte auch an Optifine, also an Better Sprinting, glaube ich, liegt es nicht, oder? Ja, ich könnte jetzt schreiben, hey, X-Dings, aber ich will meine Punkte auch jetzt nicht zeigen. Ich sage einfach mal so, hallo.
aber das ist echt nicht zu fassen. Was haben wir denn für Maps drin? Ja, das nervt einfach, ne? Es nervt einfach. Ach Gott, ey. es nervt. Dass man halt so viele Punkte dadurch auch verliert, ne? Und immer mitten im Kampf. Also irgendwas ist es halt wegen dem Kämpfen. Ey, das regt mich so auf. Es regt mich so sehr auf. Okay, jetzt schreibe ich einfach mal, hey. X, ist der weg oder wie? Oh, der ist geflogen. Ah, nee, doch nicht. So. Ach, Mann, Manometer, schwarzer Peter. Oh, Mann, ey. Ja, woran liegt denn der Scheiß? Ich kämpfe jetzt mit gar keinem. Ich kämpfe jetzt mit gar keinem Typen. Ich hab keinen Bock drauf. Echt keinen Bock drauf, ey. Mann. Ja, Punkte hin oder her, die Punkte werde ich schon irgendwie da machen. Das ist nicht das Problem. Aber trotzdem nervt es einfach. So, mal gucken, ob wir jetzt wieder den Bug haben werden. Dann erwähne ich dich halt nicht in der Aufnahme, Bad. Okay, los geht's. So, gehen wir mal hier hin. Holen uns den Diamanten. Den Kuchen möchte ich ganz gerne auch nochmal. Dankeschön. Ach, Mann, ey. Hier drüber springen. Perfekt. Eisenbahn, Diamanten. Was los? Und dann geht's auf. Aua. Hier ist es keine Truhe. Ich bin gerade echt deprimiert. Boah, ich kann nicht mehr reden gerade, ey. Nee, das regt mich einfach auf. Das ist einfach nicht mehr schön. Schön ist anders. Ja, hallo, guten Tag. Bleib mal hier in der Ecke hängen. Dankeschön. Dein Eisen. Junge, du bist auch ein bisschen doof, ne? Dankeschön. Zwei Eisenbarren, dankeschön. Sups. Wenigstens läuft das Spiel noch. Hey, wir sind noch nicht abgestürzt. Wo wir schon zwei Kämpfe hatten. Oh Mann, ey. Ja, wir können gleich ein Eisenschwert schon mal craften. Wo machen wir es am besten? Am zweiten Schiff, denke ich mal. Ist die beste... Ja. Am besten dort. Ich bin gerade echt demotiviert, ne? Ich bin gerade echt mega angepisst. Es tut mir so leid, Leute. Aber ich bin echt angepisst gerade. Aber das ist ja auch nicht schön, oder? Es macht ja auch so keinen Spaß. Wäre bei euch genauso, wenn ihr ja so spielen müsstet. Vielleicht könnt ihr mir mal verraten, falls ihr jetzt schon mit der 162 gespielt habt, und dann das Video jetzt gerade seht, habt ihr auch solche Fehler oder bin ich der Einzige, der es hat? Bitte, bitte sagt mir das doch mal, ob ihr sowas auch habt. Auch bitte verraten, ob ihr Optifine drin habt und bei der Sprinting oder nicht. Vielleicht kann man ja so die Fehlerquelle ausmisten. Ich werde gleich mal Optifine rausnehmen, nochmal ein paar Runden spielen, gucken, ob es an Optifine liegt. Weil Optifine ist momentan noch in der Preview-Version erhältlich und noch nicht in der finalen Version. Vielleicht kann es auch daran liegen, aber generell fuckt es sehr ab. Also Dragon Valley dasselbe Phänomen, überall dasselbe Phänomen, überall. Gehen wir kurz hier drauf. Ups. Einmal hier hoch. Kurz hier gucken, ob jemand kommt gleich. Nee, gerade keiner unterwegs. Und hier die Bugs mit dem Schwert craften gibt es auch, ne, dass die super schwer zu craften sind. Dann hat man die gecraftet und dann auf einmal gehen die wieder weg aus dem Inventar, dann sind sie wieder da und dann gehen sie wieder weg. Dann stirbt man auch 3 Stunden lang rum, bis man da was gebacken bekommt, ey. So, nehmen wir uns mit hier. Gehen wir nach unten zu den Tortillas. Tortillas sind hier, hinten ist die Tortilla. Also die, ne, Tier 2 natürlich heißt sie. Ist aber schon leer, war schon immer clever genug, die auszumisten. Ist alles schon leer unten. Mir reicht mein Eisenharnisch und mein Eisenschwert. Dann würde ich sagen, in den Kampf. In den Kampf. Also wir hatten, was hatten wir eben? Ich kann ja nachgucken gleich in der Aufnahme. Invalide Operation. Ich kann ja mal nachgucken, auch bei Google, ob es da irgendwie Fehlermeldungen zu gibt. Vielleicht haben wir Glück und sowas gibt es wirklich als Fehlermeldung.
Mal schauen, ob jemand kommt gerade. Sieht gerade ganz relativ safe aus. Okay, ist alles schon leer. Aber selbst wenn nicht, dann würde ich einfach nur sterben, ohne Punkte zu verlieren. Besser als gar nichts. Mann, ey, Mann, ey, Mann, ey. So. Bestimmt haben wir gleich wieder ein Dreierteam vor uns. Hier sind wir nämlich auf Survival Games 6. Hier haben wir eigentlich immer ein Dreierteam. So in den letzten Malen haben wir das gehabt. Da hinten ist die Backtier zu. Kleiner Trick von mir an euch. Wenn hier wirklich ein Double Stack an Truhen ist. Oh, so. Die kann man nicht öffnen. Das heißt, kurz Truhe kaputt machen. Währenddessen. Ja. Na. So. Und dann einfach schnell. Wenn die kaputt ist, einfach kurz öffnen und dann ist sie schon leer. Deswegen. Ne? Wird irgendjemand hat dann wahrscheinlich auch schon zwei Tier 2s jetzt gerade gehabt. Ich brauche ein bisschen Essen. Ich gehe mal ein bisschen hier auf Hühnchensuche. Habe ich eine. Okay. Ja, rohe Hühnchen, komm. Essen wir mal. Wir haben ja noch einen Kuchen. Sollten wir vergiftet werden. Sind wir aber nicht vergiftet geworden. Die Frage kam auch auf, warum schleichst du immer, wenn du vergiftet bist? Ganz klar, im Schleichen verliert man weniger Hunger. Und du würdest halt, wenn du läufst und vergiftet bist, verlierst du ultramäßig viel an Essen. Deswegen schleiche ich immer. Und ich bleibe mal hier am Schiff auf jeden Fall. Gucken, wann die anderen Typen vorbeikommen. Irgendwann kommen ja noch welche. Wir leben dann noch? Ah, noch ein paar, ne? Tja. So, was machen wir denn hier jetzt Schönes? Ein Essen schon weg. Ja, haben noch ein bisschen Zeit zum Reggen. Wo gibt es denn noch Truhen, die wir vielleicht noch looten könnten? In den beiden Schiffen gibt es noch Truhen auf jeden Fall. Je nachdem, wie leer oder voll die sind. Wir können auch noch mal hinten drauf laufen zum... da meine ich hin. Könnten wir auch noch laufen. Oder wir gehen mal zum ersten Schiff. Da gibt es aber nicht so viele Truhen. Egal. Wir gehen zum ersten Schiff und schauen mal, was da so abgeht. Vielleicht haben wir noch irgendwie Gegner vor uns. Ach, Leute, ey. Ist das herrlich. Herrlich, herrlich. So, einmal drauf, einmal hochgesprungen. Auswählen. Random schlagen. Mache ich immer so. Erstmal random schlagen. Hier müssten vielleicht noch ein, zwei Truhen sein. Nee. Hier auf dem ersten Schiff sind weniger Truhen, glaube ich, ne? Hm. Und unten gibt es, glaube ich, auch kaum Truhen, oder? Okay, gibt es fast wirklich gar keine Truhen. Hm. Tja. Tja, tja, tja. Also kein Loot hier drin. Schade drum. Aber gar kein Loot hier drin. Gar keins. Wirklich null. Krass. Jetzt muss ich meinen Kuchen gleich essen. Ja, muss ich jetzt schon machen, leider. So. Wo sind denn alle Truhen hin hier auf dem Schiff? Ist ja gar keine Truhen. Was ist denn hier? Okay. Was ist das? Okay, keine Ahnung. Tja, okay, dann sind hier keine Truhen drauf. Dann können wir nochmal warten, bis wir ein Herz wieder gleich weg haben, also ein Essen weg haben. Und dann können wir auf die hintere Insel mal gehen. Da haben wir eine Truhe. Auch schon leer, auch schon leer, okay. Irgendwie waren schon überall Leute. Tja. Nur wir sehen keinen. Den letzten Kuchen hier gegessen. Springen auf die kleine Island hinten. Vielleicht haben wir da noch Glück und da sind die Truhen noch voll. Wenn es denn hier welche geben sollte. So. Auf da, auf da, auf da, auf da, auf da. Genau, hier sind noch ein paar Truhen. Hoffentlich. Ja. Nee. Ja, nee. Auch nicht wirklich. Naja. Eine Kuh. Dankeschön, Kuh. Komm her. Tot. 4 Stück. Ah, nice. Das reicht doch erstmal. Dann gehen wir wieder zurück. Genau, aufs zweite Schiff. Ja, ich halte mich jetzt gerade einfach nur bedeckt. Ich will nicht in den Kampf geraten. Einfach die Runde gut abschließen. Okay, ich muss natürlich auch noch in der Arena. Der X-Pirali ist auch noch da. Natürlich sind auch noch da. Es ist alle, haben ja alle von mir gelernt. Ne? Und so weiter.
Aber da geht auch einer zum Schiff gerade. Ich will erstmal kurz nach oben gehen. Gucken, wer das ist. Ist das X-Pirali? Ne, es ist irgendwas. Jim, irgendwas. Wow! Wow! Machen wir eben fertig. Ist er tot? Er hat eine Eisenhose gehabt. Nice! Im Finale mit Pirali. Ich werde jetzt mal ihn nicht angreifen zuerst. Ich hoffe, er rafft das auch und greift mich auch nicht an. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Anyone wants a tea? Ich hätte ganz gerne einen Tee. So, was haben wir noch Feines hier, was wir rauswerfen können? Eigentlich können wir alles rauswerfen. So. Einfach nur. Dann haben wir gleich mehr Platz. Oh nein, nicht kämpfen gegen dich, junger Mann. Okay, ist aber gleich tot hier. Na, wo ist er? Boah, wie ich ihn nicht treffe, ne? Hammer nice, ey. Oh. Jetzt haben wir noch einen Diamanten. Zwei Eisenbarren. Ja, okay. 114 Punkte, passt ja. So, eine Eisenschaufel, ganz klar. Warum auch nicht? Oh, schnell essen. Nein, egal, Pech gehabt. Scheiß auf diese Arena hier mit dem Ding. Ich mach erstmal den hier fertig. So. Gucken wir mal, ob der das hier jetzt rafft. X-Pirali ist noch hier. Es greift er mich wirklich sofort an. Es greift er mich wirklich sofort an mit seinem Eisenschwert. Na komm, den machen wir locker fertig. Komm schon. Dankeschön. 50 Punkte, GG. Und eine Runde gewonnen. Zwei Runden einfach random rausgeworfen aus dem Spiel. Warum auch immer, warum jetzt nicht. Ich verstehe nicht, ich kann den Sinn dahinter nicht so ganz verstehen. Wenn es da irgendeinen Sinn geben würde, wäre das ja noch in Ordnung. Aber einfach so random, ja, dann fliegst du raus, dann nicht und dann ist das, dann ist das. Naja, egal. Ich erkunde mich mal ein bisschen, woran es liegt. Ihr könnt ja vielleicht mal ganz gerne in die Kommentare schreiben, ne, und so weiter. Ob ihr auch die Probleme habt und dann, hoffentlich hat sich das Ganze dann behoben. Mittendrin Bad Package ID 102, aber es sind immer andere Fehlermeldungen, ne? Immer andere. Ey, unfassbar ist das, unfassbar. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sag mal Tschüss und ich sag alles scheiße gerade. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode Ungeschnitten Minecraft Survival Games wieder. Wenn es wieder heißt Ungeschnitten Minecraft Survival Games. Auf Wiedersehen, schönen Tag noch und bis Donnerstag und nicht vergessen, die Maus in die Kommentare zu schreiben, ne? Maus, Gaming-Maus, F-Tasten.